Moin Leute, hier zurück bei Modern Warfare 3 und es ist Woche 3 der Saison 4. Das heißt, es gibt wieder neue Herausforderungen, was freizuspielen. Und jetzt ist ein Umbau-Kit für die Horus, das werden wir gleich alles genau angucken. Aktuell diese Woche gibt es einmal hier aus Streakless Rustment 24/7. Das heißt, ihr habt hier einmal Rust und Shipment. Da könnt ihr das natürlich auch schnell erledigen, die ganzen Herausforderungen. Ich habe jetzt aber die ganze Zeit das hier gespielt hier. Keine Karten Moshpit. Ja, das heißt, ich gehe auch nur auf Modern Warfare 3 Herausforderungen ein, nicht auf die anderen. Das sei dazu gesagt. Zudem, es gibt natürlich auch Loadouts, die ihr wählen könnt, die besser sind. Einfach Google anwerfen, ja. Ihr habt ja nicht alle Waffen, die ich auch habe. Ihr habt nicht die ganzen Loadouts, die ich habe. Oder die Baupläne. Das heißt, ihr müsst einige Waffen vielleicht dann gucken, dass ihr die anders konfiguriert. Dann müsst ihr einfach mal googeln, ja. Das sei dazu gesagt. So, jetzt gehen wir erstmal drauf ein. Hier, wöchentliche Herausforderungen. Woche 3. Da gibt es einmal hier Jack Scimitar Kit hier einmal für die FJX Horus, ja. Das wollt ihr natürlich haben. Ich hab's jetzt gekriegt und werde es dann auch nochmal testen, aber wie gesagt, da müsst ihr eigentlich erledigen, und zwar 5 Herausforderungen. Erste Herausforderung ist einfach, erreiche 40 Operator Abschüsse in Bewegung mit einer empfohlenen Waffe. Hier sei es gesagt, es müssen immer empfohlene Waffen sein, einfach in Bewegung sein und Leute abschießen, kein Problem, das könnt ihr auch kombinieren mit den anderen Herausforderungen hier. Dann hier einmal Komplettierer Tarnung, Moment. Das ist natürlich immer doof, wenn es hier so runterrattert, ne? Kann ich es eigentlich irgendwie anders anklicken? Nee. Erreiche 20 Operator-Abschüsse mit einer Komplettierer-Tarnung auf einer empfohlenen Waffe. Ja, das Problem ist halt, was war Komplettierer? Ja, da musste ich selber erstmal eine Waffe rausfinden oder raussuchen, die auch empfohlen ist. Bei mir war das hier einmal die Schrotflinte Lockwood, die habe ich dann einmal so gespielt. Und die Tarnung, ja, dann geht hier auf Tarnung und gleich hier vorne steht hier Komplettierer. Das heißt, ihr müsst hier die Herausforderung oder die Tarnung freigeschaltet haben, bevor sich dann hier die goldene Tarnung freischaltet oder die anderen Tarnungen. Dann müsst ihr gucken. Hier sind immer Herausforderungen, stehen hier mal dran, was ihr machen müsst, um eine Komplettierer-Tarnung freizuschalten. Ihr müsst eure Waffen durchgucken, ob ihr irgendwo bei irgendeiner Waffe die Komplettierer-Tarnung freigeschaltet habt. Das müsst ihr hier in die Waffe einsetzen. Das ist wichtig, ja. Komplettierer-Tarnung ist das hier einmal. Da steht auch, wie gesagt, drüber. Und ihr müsst vorher hier die 4 Sachen abgeschlossen haben. Ich habe jetzt die Lockwood genommen dafür. Hat funktioniert. Ist auch eine empfohlene Waffe. Wie gesagt, hier steht fett eine Flamme dran mit empfohlen. Das hat gut funktioniert. Habe ich dann direkt auch erledigt, die Herausforderung damit. Also ging ziemlich fix. Dann erreiche 15 Operator-Abschüsse, während verdeckte Sneakers oder Totenstille aktiv ist. Ja, habe ich natürlich die Sneakers reingenommen, ist natürlich einfach. Da geht ihr hier einfach, könnt ihr natürlich auch kombinieren mit anderen Sachen. Ne? Ihr müsst einfach nur die Sneakers reinnehmen. Das habe ich dann natürlich dann hier mit anderen Sachen kombiniert. Hier einfach hier verdeckte Sneakers reinnehmen und dann einfach Abschüsse machen. Oder halt Totenstille wäre dann, soviel ich weiß, wäre glaube ich hier irgendwo, ne? Totenstille wäre hier zum Beispiel dann. Aber das habe ich nicht genommen. Ich habe die Sneakers reingenommen. Hier, verdeckte Sneakers, zack, boom, war auch fertig. Also auch kein Problem. Dann hier einmal, dann erreiche drei doppelte Operator-Abschüsse mit den Handfeuerwaffen COR 45 oder Reneti. Reneti, ja. Das habe ich mit Reneti gemacht, mit dem Bauplan. Natürlich auch, wie gesagt, alles auf einer kleinen Map, ne? Hier mit diesem Bauplan habe ich das gemacht. Mit Bauplan Hitzeschlag. Mit Akimbo-Style. Das ging mega fix. Ich habe da echt nicht lange gebraucht, aber ihr müsst natürlich auch ein bisschen spielen können. Ne? Dann 3x2er Abschüsse, also 3x2er Doppelabschüsse hinkriegen. Dann seid ihr auch mit durch. Und die, ich weiß gar nicht, die COR ist die hier einmal, 45. Die könnt ihr natürlich auch nehmen, aber welche Baupläne man da nehmen soll und so, keine Ahnung. Da müsst ihr sehr, wie gesagt, nochmal googeln oder irgendwie rausfinden, was ihr nehmt. Ich habe jetzt Reneti genommen, weil hier kannst du auch Akimbo-Style machen und kannst ein dickes Magazin untersetzen. Das geht ein bisschen einfacher. Aber auch hier gibt es andere Baupläne, die besser sind. Vielleicht habt ihr Hitzeschlag-Bauplan gar nicht. Deswegen müsst ihr da nochmal gucken, ob ihr noch irgendwas anderes findet. Aber dann habt ihr das auch erledigt. Wie gesagt, ging bei mir richtig fix. Das habe ich noch nebenbei so gemacht. Dann erreiche ich 20 Operator-Abschüsse in taktischer Haltung mit einem empfohlenen DMR. Ja, das ist natürlich ein bisschen kritisch, weil taktische Haltung bei einem DMR ist meist nicht so geil. Dafür habe ich dann hier diese Konfiguration genommen hier. Wie gesagt, erstmal wieder empfohlene Waffe. Ne? Da habe ich die KVD Vollstrecker genommen mit diesem Loadout. Aber wie gesagt, das ist dahingestellt. Und in die taktische Haltung geht ihr, wenn ihr anvisieren drückt und dann auf der Tastatur V. Ja, wie es bei Konsole aussieht, keine Ahnung. Bei PC ist es anvisieren, V drücken, geht ihr in die taktische Haltung. Und da habe ich dann mit dieser Konfiguration die Abschüsse hingekriegt. Also war auch schnell von der Hand, also ich wurde auch oft abgeschossen und viel abgeschossen, aber es hat dann irgendwo dann auch funktioniert, weil ihr braucht ja auch nur 20 Abschüsse. Und wie gesagt, auf kleinen Maps geht es sowieso schneller. Dann hier noch einmal, Moment,
Erreiche 20 Operator Abschüsse mit einem empfohlenen DMR oder Kampfgewehr mit 5 Aufsätzen. Ja, wie gesagt, DMR habe ich dann gerade die KV. Wie gesagt, es muss eine empfohlene sein, ein empfohlenes DMR oder halt Kampfgewehr. Da habe ich halt, wie gesagt, das alles gleichzeitig erledigt mit halt mit der KVD hier halt einmal. Ne? Ihr könnt aber auch, wie gesagt, dann auch 5 Aufsätze waren drauf. Wie gesagt, 5 Aufsätze hier, Modifikatoren 5 von 5, müsst ihr 5 Aufsätze drauf haben. Oder ihr nehmt halt einfach, wie gesagt, das andere Kampfgewehr oder was da eben gerade stand. Aber ich habe es halt eben damit gleichzeitig auch erledigt gehabt. Das war also gleichzeitig wirklich fertig. Also war auch kein Problem. Also sonst nehmt ihr halt ein Kampfgewehr. Wie gesagt, müsst ihr selber entscheiden. Dann hier erreiche 5x3 Operator-Abschlüsse mit einem Magazin mit empfohlenen LMGs. Ja, habe ich noch nicht fertig gemacht, weil, ja, brauchte ich dann auch nicht mehr. Wird es ja vielleicht irgendwann so erledigen, aber habe ich es auch nicht gemacht. Ihr könnt übrigens die ganzen Herausforderungen eurer Liste hinzufügen. Da geht ihr hier einfach hier zu verfolgen, hinzufügen. Drückt einfach auf. Ja, dann steht hier Herausforderung wird verfolgt. Könnt ihr bei den anderen 5 Stück auf einmal verfolgen. Habe ich auch gemacht, damit ich weiß, ob es zählt oder nicht. Ja, müsst ihr im Spiel einfach Escape drücken. Dann seht ihr, ob das halt einen Fortschritt hat oder nicht. Dann habt ihr nämlich hier einmal bei verfolgt, hier einmal steht das dann hier einmal drin. Und im Spiel, weil ich gesagt, mit Escape drücken seht ihr auch, wie der Fortschritt da ist. Ja, dann habt ihr hier einmal für die MP hier einmal für die FJX Horus habt ihr dann einmal den Bauplan. Was man da am besten nimmt und wie die Konfiguration ist und so, das wird sich alles noch rausstellen. Das muss ich selber erstmal rausfinden. Da muss ich erstmal gucken, was Sache ist. Hier Jack Scimitar Kit hier einmal. Verbesserte Reichweite und verminderter Rückschuss sind Standard bei diesem Nachrüstkit, mit dem auch die Verwendung eines Trommelmagazins mit hoher Kapazität für die FJX Horus freigeschaltet wird. Vorteile: hohe Geschossgeschwindigkeit und Reichweite, Rückstoßkontrolle, Schusszielstabilität, Gun-Kick-Kontrolle. Schlecht nach Sprint-Schusstempo, ZV-Geschwindigkeit, Bewegungstempo, Sprinttempo. Ja, ob die jetzt richtig reinhaut oder nicht, ja, wird sich rausstellen. Das werde ich in einem anderen Video machen. Gibt bestimmt auch gute Loadouts schon im Internet. Mal gucken. Aber wie gesagt, das sieht auf jeden Fall interessant aus, sagen wir es mal so. Ja, und ich werde sie halt dann testen. Aber das sehen wir im nächsten Bit. Das waren jetzt erstmal die Herausforderungen. Zudem nicht vergessen, ja, hier die Events angucken. Das geht noch 13 Tage. Hier müsst ihr natürlich auch wieder 4 Spiele und Sachen aufnehmen, um hier einmal Weltenbeender Bauplan freizuschalten. Dann gibt es hier noch 6 Tage übrig, hier gerade Mobile Suit Gundam Legenden hier einmal. Solltet ihr natürlich auch probieren durchzuzocken hier. Ihr könnt das auch beschleunigen, indem ihr ein EP-Token hier einsetzt, wie gesagt. Also hier könnt ihr ja Tokens einsetzen, dann macht ihr hier einfach Rang-Token rein, dann geht es ein bisschen schneller. Zudem habe ich hier noch, wie gesagt, ich habe Black Ops 6 habe ich vorbestellt und da gibt es dann halt eben hier einmal Skins freizuschalten, also als Vorbesteller-Bonus, super Sache. Das Spiel ist verdammt teuer, Black Ops 6 kostet 80 Euro, ich hatte Gott sei Dank ein bisschen Guthaben gekriegt gehabt für Battle.net und so, ein bisschen günstiger und deswegen war es ein bisschen günstiger, aber es ist ganz schön teuer. So, naja, ihr habt auf jeden Fall viel zu spielen, viel Spaß dabei und ja, wir sehen uns wieder, ne, beim nächsten wird hier und reingehauen. Danke für immer für den Support, tschüss!